Was eine junge Senegalesin im Interview mit Südwind beschrieb, ist Alltag für viele Migrantinnen aus Nicht-EU-Ländern. Unabhängig davon, ob sie als Erwerbsmigrantin, Familienangehörige oder Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, trifft sie ein erhöhtes Risiko für Brainwaste oder Dequalifikation. Damit ist eine Beschäftigung unterhalb der Qualifikation gemeint, über die Migrantin verfügt. Dequalifikation führt zu geringeren Einkommen und Vergeudung von Talenten. Wie Arbeitsmigrantinnen besser gefördert werden können, war Gegenstand des Fachgesprächs vergeudete Talente, zu dem das Südwind-Institut nach Bonn eingeladen hatte. Von diesen Frauen sind ungefähr ein Drittel Hausfrauen, so definieren sie sich als Hausfrauen und Mütter. Also ein relativ hoher Anteil, aber auch ein hoher Anteil von Frauen, die auch andere Arbeitstätigkeiten schon gemacht haben. Aber ein relativ geringer Anteil von Menschen, die tatsächlich Hochschulstudien gehabt haben. Also bei uns in der Beratung waren es ungefähr 13, ja, von Frauen. Darunter vor allem Lehrerinnen, Ärztinnen, Juristinnen, aber auch Chemikerinnen und Informatiker. Also die Frauen, die ich kennengelernt habe, wollen sich engagieren, die wollen auch was verändern, die wollen selber sagen, was soll sich verändern. Und das auch zu unterstützen, zum Beispiel bei der Migra oder auch im besten Fall natürlich dann in den Gewerkschaften, dass man dort Netzwerke bildet, politische Forderungen gemeinsam macht, halte ich für eine Stärkung auch auf der individuellen Ebene. Und bringt dann die Wechselwirkung zu den anderen Ebenen, nämlich zu der organisationalen Ebene, was muss ich im Betrieb ändern zum Beispiel, und zur politischen und gesellschaftlichen Ebene, was sollte sich eigentlich an den Strukturen verändern. Und inwiefern spielt jetzt Migration und speziell die Migration von Frauen eine Rolle? Unser Ansatz in der entwicklungspolitischen Dialog ist es zu sehen, wie wir armenorientierte Entwicklungspolitik gestalten können. Und wie wir feststellen, sind also die meisten armen Menschen nicht untätig zu Hause, sondern arbeiten. Aber sie arbeiten unorganisiert, ungehört und unregistriert, also in der informellen Wirtschaft.